Ja, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, wir haben im letzten Part festgestellt, dass dieses Rätsel mit diesen Springern hier, im Englischen Knights, verändert wurde. Im Original wieder musste man die halt einfach irgendwo hinwerfen, dass sie aufrecht stehen geblieben sind, und hier muss man sie halt auf die so hinwerfen, dass sie... Brauchen wir die? Nee, brauchen wir nicht. Aua. Also, und wir haben gelernt, dass die Droprate für die Feen aus den Elektrokugel, was auch immer, Dingern jetzt nicht mehr 100% beträgt, sondern niedriger geworden ist. Ja, wir... Ach, hier ist der Schnabel. Hier ist der Schnabel. Ja, natürlich. Der Bogen reicht nicht ganz so weit. Ja, ich könnte auch Bomben nehmen, aber ich nehme den Bogen. Ja, die muss ich jetzt, Moment mal, da sind noch Pfeile, die ich noch mal kurz mit. Mann, sind hier ein Haufen Schleimis, ey. So, was sagt die Eule uns? Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen der Maske. Genau. Habe ich euch ja schon gesagt. Moment, meine Freunde. So, da bin ich wieder. Mal kurz für die Nachbarn ein Paket angenommen. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, ich wollte ja mich einfach zurückwarpen, weil es schneller geht. Ja, wie gesagt, habe ich euch ja schon erzählt und gezeigt, dass man in die Maske, in den Augen der Maske, also die Maske, damit ist die Karte halt gemeint, und wir waren ja schon in diesem, wo dieser elefantenähnliche Star, also die, so eine Art, wie man hier so sieht, wie so ein kniender Mensch, der die Arme oben hat, und da oben war halt so eine Elefantenstatue, wie so ein Elefantenkopf drauf. Und ja, wie gesagt, nichts Aufregendes. Kann man drauf kommen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so geändert worden, dass diese Rätsel dieser Art gespeichert bleiben, wenn man das, mal kurz gucken. Wir können, ah ja, okay, wir gehen erstmal in den Raum um. Das Rätsel dieser Art gespeichert bleiben, wenn man, solange man den Dungeon irgendwie nicht verlässt oder so. Ah ja, okay, hier sehen wir... Hier sind Bomben. Hier dürfte das zweite Auge sein. Der Karte, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gucken. Okay, da oben ist auch noch ein Raum, wo eigentlich gar keiner sein dürfte. Ah, nee, ich glaube, ich weiß. Ja, okay, hier sind wir richtig. Hier sind wir genau. Oh, ein neuer Zwischenboss. Ja, der basiert natürlich auf. Ja, toll. Ja, natürlich werfen sie so, dass ich sie nicht nehmen kann. Oh, der hat mich weggedrängt. Der sieht aus wie so ein Mann da. Ja, ach ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch stärker sind, mit den, wenn wir die Kugel werfen, ob wir da auch mehr Schaden verursachen. Okay, jetzt haben wir einen Teleporter.
Oh, warum nicht? Und hier. Oh, hier ist ein Geheimgang. Okay. Und hier. Oh. Ach ja. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, das ist so eine Art Gag. Dass da eine Tür ist, wo eigentlich gar keine Tür ist. Wollen wir mal gucken, wo der Geheimgang hinführt. Oder der, ja, wie soll man sagen? Boomerang? Ja, natürlich. Okay, okay. Ach, diese Wolken. Ach du Scheiße, jetzt ist doch der Boden weg, na, wirklich schön. Ah ja, hier geht's ja schon zum Boss. Hier geht's ja schon zum Boss, Freunde. Okay. Hier geht's schon zum Boss. So. Ja, okay, jetzt können wir, gehen wir hier dann mal hin. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, genau, hier runter, das ist der Weg zum Boss. Genau, dann müssen wir noch nachher den ganzen östlichen Teil. Gehen wir an, einer von den vier Truhen muss ja noch der Boss-Key sein, den haben wir ja noch nicht. Okay, ja, war ich noch auf einen Versuch. Ich guck doch mal hier so. Ah, hier. Wie gesagt, sie haben es verändert, das Rätsel. Vielleicht wirklich deswegen, weil einige Spieler deswegen gefrustet waren. Okay, du musst die Figur auf die entsprechende Farbe werfen. Das ist die Lösung. Ah ja, okay. Ihr habt das jetzt gesehen. Ich habe jetzt die weiße Figur auf weiße Feld geworfen. Dadurch ist sie direkt auf das da gesprungen. Und bei der schwarzen genauso. Und wenn man halt auf das falsche wirft, dann wird sie anders springen. Sehr interessant. Aber beim ersten Rätsel ich da erst, da vielleicht den Springen, den so machen muss ich der Springer beim Schach ja läuft. Ja, natürlich. Man wird verarscht, indem man zurückgebaut wird und in die Stacheln drin fällt. Okay, hier sind wieder die Typis. Karte, ich will die Karte sehen. Ah ja, okay, jetzt sind wir hier. Ah, gut. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind. Oh, hier. Boomerang. Nee. Ich glaube mit einer Bombe. Mit einer Bombe kann man sie töten. Gründen haben sie sich entschlossen zu ändern, dass dieser Gegner immer zu 100% eine Fee droppt, sondern nur noch, keine Ahnung, zu 30% oder noch weniger. 25 vielleicht, ich weiß nicht.
schon seine Gründe haben, denke ich mal. Ach ja, hier ist auch nochmal das Rätsel, okay. Nein. Nein, sollst du nicht auf schwarz werfen. Obwohl, hier sind ja Bielefelder auf dem Weiß, okay. Also man muss es nur so werfen, dass er ein Feld diagonal. Hallo. Will nicht. Jetzt schräg. Warum fliegt der Wurf denn jetzt schräg? Wie geht das nicht? Hier dieses Rätsel nicht mehr. Macht denn der? Okay, das funktioniert. Okay. Okay, das war schon ein bisschen schwieriger. Springen die unterschiedlich. Der Schwarze springt anders als der Weiße. Okay, das war jetzt okay. Die haben, das ist durchaus interessanter. Also, das gefällt mir, dass sie die Rätsel verändert haben. Da kann man ein bisschen mehr kniffeln dabei. Aber einige wird es sicher wieder aufregen. Ich sag nur Zelda-Großmeister. Der wird sich sicher daran wieder aufregen. Wenn ich schon gesehen habe, hat er sich ja schon bei der Kran-Kriminate da. Ja, ihr seid natürlich auch wieder da, ist klar. Manchmal wollen sie nicht fressen, okay. Dauert nur, also die haben das wieder verändert, dass man nicht mehr allzu schnell die Gegner platt machen kann. Toll, der dreht sich einfach um.
das konnten die früher auch nicht einfach so wegdrehen. Okay. Okay. Jetzt bleibt nur noch hier über. Gucken, wo wir hier hinkommen. Ich weiß gar nicht. Ah, ja, okay. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Also, Freunde, wir brauchen den Schlüssel. Und jetzt. Ja, wir sind erst hier unten hergemusst. Naja. Was soll's, Freunde? Gehen wir halt nochmal, nicht wahr? Ich ändere. Ja, so genau wusste ich nicht mehr alles. Ja, ist ja gut. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch relativ hoch. Ich denke mal so. Etwa bei 25% oder so. Ja, das sind die Dinger. Aber ich glaube, früher konnte man die auch mit dem Schwert besiegen. Ich glaube, das haben sie erst geändert. Und zu ihrem Nachteil kann ich diagonal werfen und sie nicht. Aha, die Blöcke stehen zufällig richtig. Hier muss man nämlich. Na. Über diese. Wow. Blöcke springen, um an diese Truhe zu kommen. Also kein Schlüssel, sondern. Ah, okay, wir haben hier den Balsam gekriegt. Aber wir hatten den doch schon, oder nicht? Du hast eigentlich schon. Also legst du ihn wieder zurück. Oh. Oh. Ah, okay, das haben sie geändert. Der Balsam war ja früher eine Flasche mit irgendeiner mit einer Medizin drin. Die hat dieselbe gemacht wie der Balsam. Die hat uns halt gerettet, sobald wir gestorben sind. Und wenn man schon einen hatte, dann sind da einfach Rubine drin gewesen in der Truhe. Das haben sie jetzt also geändert. Okay. Interessant. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, dann können wir jetzt wieder hochgehen, genau. Okay, wir können hier eine Truhe im Moment nicht einsammeln. Also wir müssen eventuell später. Obwohl, wie gesagt, ihr wisst ja jetzt, was drin ist in der Truhe und wie gesagt, das kann man so oder so sehen. Finde ich aber interessant. Da kann man sich unter Umständen in den Dungeon doch mal. Die Balsam wird die später denn abholen. Wie war eine Stunde? Oh ne. Ja. Ja. Ja, wir können jetzt auch rüberlaufen. Weil wir jetzt stehen bleiben, um geworben zu werden. Bleiben jetzt gelöst. Ja, faszinierend. Hier scheint es anders gewesen, aber hier sind ja auch wieder ist egal. Oder eben so lang werfen, ihn so lang werfen oder so. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwo muss hier noch eine Treppe sein, die nach draußen führt eigentlich in dem Dungeon. Wieso kann man so gehen, wenn man getroffen wird? Wie man einfach springt. Moment mal hier, da oben waren wir schon. Da war kein Ausgang, ne? Ah ja, haut ab. Ich glaube, die bleiben auch immer tot, die kommen auch nicht wieder. Also, zumindest solange man den Dungeon nicht verlässt.
Schmerzende. Typi. Ich weiß, war die jetzt richtig, die umzustellen? Und grün an, umgebenen Schatztruhe lässt sich durch eine Erschütterung öffnen. So, okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass es sowas gab. Na gut. So. Ja, wie gesagt, die eine Truhe können wir nicht aufmachen, weil da drin halt eine Medizin ist, die wir halt nicht einsammeln können. Ja, in diesen zweidimensionalen Zelda, und im Grunde ist es ja ein zweidimensionales, auch wenn es hier dreidimensional dargestellt wird, aber liebe ich den Bumerang über alles. Weil wir ja hier, weil der halt hier, wie gesagt, schöne Eigenschaft hat, dass er bestimmte normalerweise unbesiegbare Gegner zerstört, wie diese Elektrokugeln oder diese Antifeen und so weiter. Also dafür ist er sehr, sehr nützlich. Und ja, vielleicht ja, die Orakel Games kenne ich, glaube in Ages, ja, in Ages, glaube ich. Orakel of Ages. Mann. Oh, ey, ist ja gut. Wie ist das jetzt? Zweimal hat es funktioniert, beim dritten Mal sagt er, nö, kein Bock mehr. Du kannst jetzt verrecken gehen. Verdammt. Ja, wir müssen leider alle Gegner töten. Wenn auch die hier. Okay. Der wird immer noch unbesiegbar sein, oder? Nochmal eine Feder vom Bord. Aber war das hier? Hier ist schon der Boss. Ah, warte mal, da wird eine Treppe angezeigt. Da ganz hinten. Das muss ich irgendwie verpasst haben. Verdammt. Na gut, wir besiegen erstmal den Boss. Wir besiegen erstmal den Boss, weil dann brauchen wir ja nicht zweimal den ganzen Land nochmal durchlatschen. Mal sehen, wie der jetzt hier ist. Schon mal grimmiger aus, auf jeden Fall. Ey, soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf ich auf keinen. Okay, sie haben ihn Platten gemacht. Ja, jetzt kommen noch die Krüge. Und jetzt. Okay, jetzt kommen die Löcher. Okay. Okay, die haben ihn auf jeden Fall verändert. Ups. Natürlich abgehauen.
Oh, komm schon, ey. Ah, perfekt getroffen. Oh, er ist wieder abgehauen. Schnell genug. Okay, hier ist es so. Okay, da früher ist er immer in der Mitte gewesen. Da hat er sich nicht bewegt. Da konnte man auch auf ihm lang gehen, ohne dass man Schaden gekriegt hat. Und die ganzen Krüge und die Platten waren auch nicht. Also, sie haben ihn durchaus etwas schwerer, aber trotzdem ist es immer noch relativ billig. Also, hör mir gut zu. Sollte der alte Finchfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles. Alles. Auch du. Wenn schon, Alter. Wir können leider nicht mehr zurück. Gut. Okay, wir haben jetzt... den... sechsten Herzcontainer gekriegt. Einer, zwei kommen noch. Das heißt, drei Herzen fehlen uns dann noch. Das heißt, wir brauchen noch... immer noch 11 Herzteile, meine Freunde. Die ganze Menge. Oh, ein Triangel. Koralltriangel, ja genau. Koralltriangel. Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Ja, wie gesagt, die letzten beiden Dungeons sind in der Tat wirklich im Gebirge und zwar. Ach, jetzt kommt einfach die verdammte Eule. Schuhu. Uhuhu, die Monsterkugeln befürchten, dass der Windfisch aufwachen wird. Die sind mächtig, uhuhu, und können die Insel erobern. Könnten die Insel erobern, ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Geh nur zum Bergturm. Fliege wie ein Vogel. Genau. Und dafür müssen wir erst noch was anderes machen. Aber der panische Junge, wir holen uns noch die... Geh noch zur Treppe. Ja, ja, verpisst euch. Kein Bock auf euch. Ja, wie gesagt, die Maske war früher schon nicht allzu schwer und die ist auch heute nicht allzu schwer. Karte. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hätte drücken müssen, aber macht schon viel einfacher. Und hier. Jetzt wieder umswitchen. Ach ja, hinter der Truhe. Den habe ich gar nicht mehr voll genommen. Hier hinter der Truhe ist die Tür nach oben. War der Rätsel immer noch gelöst? Also bleibt für immer gelöst, das Rätsel. Okay. Die stellen sich gar nicht wieder zurück. Okay. Ja, hier, der gehört schon, es ist eine Muschel. Unser 38. Ach, und übrigens, da wir schon mal gerade von Muscheln reden, ich habe rausgefunden, wer die Muschel da unten kriegt. Ja, nein, nicht selber. Ich habe es durch einen Kommentar unter einem anderen Video gelesen. Bei Domi, Domtendo. Und zwar müssen wir genau das tun, nämlich Musik spielen. Natürlich nicht dieses Lied, sondern wir haben jetzt, ja, wer die 39, also eine brauchen wir noch, Freunde.
Da ist ja noch eine, wo ich auch noch nicht so ganz sicher bin, wie man die kriegt. Hier weiß ich auch nicht, das ist mir auch sehr suspekt mit dem Brunnen. Aber... ja, wie gesagt, ich hab's ja schon am Anfang gesagt, wenn ich irgendwann nicht weiß oder so, dann kann man auch mal an andere Stellen, andere Dinge zur Hilfe nehmen. Gott, durch den Wahlross nochmal. Auf! Marin, ja, irgendwie Marin Link. Er liebt anscheinend das Lied von Marin. Dabei gibt es uns eine Muschel. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du Feins bekommen. Genau so ist es. 11 Stück brauchen wir noch, meine Freunde. Was glaubt ihr, werden wir sie alle finden? Ich glaube ja, wie gesagt, die eine oder andere wissen wir ja schon, wo sie ist, bloß noch nicht so ganz 100%. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Ja. Erstmal. Können wir das Vieh. Nee, können wir nicht, na toll. Okay, wir können es nicht. Wir können ja. Ja, wir müssen nämlich hier. Erstmal Fledermäuse killen. Das sowieso. Genau, hier. Bombe drüber werfen. Die prallt sehr schön ab. Da hat man sich selber verletzt daran. Und dann können wir mit dem Häkele darüber. Verbiss du dich. Hier gibt es nochmal eine. Ach komm, ich spare das jetzt. Das ist auch Lage, wenn man es nicht mit Anlauf schaffen kann, glaube ich. Okay, 10 Stück noch. Sehr schön, 10 Stück noch. Ich glaube, man muss sogar den Weg wieder rausnehmen, weil an den Wänden können wir uns nicht festhaken. Ja, Diagonalspringen geht jetzt einfach, das war im Original natürlich sehr viel schwieriger, weil es ja halt eigentlich keine Diagonalrichtung gab. Ich denke mal, ja, ich werde den Part beenden, Freunde. Wir werden uns noch mal kurz, Moment, zum Dorf warpen. So. Rungersteppe. Schade, es gibt direkt im Dorf keinen, nur vor dem Dorf hier den. Wie gesagt, wir haben ja schon deutlich mehr Teleporter, als es früher gab. Wir könnten noch mal zu Boris gehen. 830 Rubine, ja, wir brauchen also noch 400 und ein paar zerquetschte, um blödsinnige Teile bei dem zu kaufen. Ja, ich werde auch noch mal recherchieren, ob es beim Angelteich noch weitergeht. Ich will jetzt nur mal kurz hier gucken, was hier jetzt gibt. Ja, wie gesagt, bei diesem Ding hier ist es halt so. Ah ja, es gibt einen Shy Guy, sehr schön. Den werde ich offscreen wiederholen. Es ist halt so, man braucht, wie gesagt, der Scheiger wird groß genug sein, wenn ich den mal habe, wo den wird er nicht ganz umschließen. Vielleicht wird der auch wieder rausrutschen. Der wird schon zu groß sein. Wie gesagt, die kleineren Teile, wie zum Beispiel Rubine oder Herz oder so, die können halt rausrutschen. Und wie gesagt, da sich der sehr ruckartig bewegt, ist halt ein bisschen frustig. Wie gesagt, ich habe euch ja schon gesagt, einmal habe ich eine Muschel gehabt, die hier auf diesem
wirklich Ding, glaube ich, war die. Wo ist der Zauberpulver? Und die lag hier vorne vor dem Förderband direkt und da musste ich noch 3 oder 4 Mal den Kran nehmen, damit er die Muschel da auf das Förderband befördert, weil die immer, sobald er die geschnappt hat, hat er einen Ruck nach vorne, hat er sich, bewegt er sich ja nach vorne und da ist sie immer wieder rausgerutscht. Und das ist ganz komisch. Ich denke, nicht da an Nintendo wollte, bin ich mir etwas intensiver gestalten. Also, dass es nicht so billig ist wie damals, da musste man halt einfach bloß den Kran so, den Schatten, den hat man hier auch, hier ist halt noch deutlicher mit einem Licht gemacht, dahin bewegen, wo die, wie hat man musste nur die Yoshi-Popole, der Rest war halt irgendwie hier Zauberpulver, Bomben, Rubine, sowas. Und dafür hat sich das einfach nicht gelohnt, das Spiel zu machen, aber hier, wie gesagt, haben sie jetzt mehr eingebaut, um hier holen, nämlich 10 so eine Statuen, 2 Muscheln, und, also mindestens 2 Muscheln und 2 Herzteile auch, vielleicht, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber und da haben sie sich gedacht, dass das nicht ganz so billig sein, dass man einfach bloß den Kran dahin fährt, sondern dass das halt ein bisschen, ja, ne, aber wie gesagt, ich persönlich finde, es ist nicht, ein bisschen, kann frustig sein, man wäre vielleicht, mal der Großmeister, ne, wie der sich aufgeregt hat. Aber gut, ja, wurde auch noch wegen anderen Dingen, der hat ja als Livestream gemacht und hat dann halt nur als auf YouTube halt noch hochgestellt. Der wurde wegen anderen Dingen auch noch ein bisschen aufgeregt, weil er da irgendwie so einen komischen, nervigen Typen hatte, den er da, der ihm da genervt hat, weil er, ob er Olivia spielt oder so, ne? Keine Ahnung, aber da, der ist sehr wütend geworden, da, deswegen, aber kann ich eben auch sehr gut nachhören, weil das ist wirklich echt, ja, nicht schön. Und wie gesagt, dass man, wie gesagt, wenn man alles will, wirklich das Spiel so oft spielen muss, naja, gut. Weil ich finde das okay, dass man das öfter spielen muss als damals. Ja, damals einmal die Yoshi-Puppe holen, ist man hier nie wieder reingegangen. Ja, aber es gab schlicht nichts mehr, was interessant war hier drin. Dieser Bombenschauer kann man auch irgendwo anders kriegen. Und haben sie halt gesagt, okay, wir machen hier ein bisschen mehr. Und wie gesagt, ist ja auch logisch, weil man wesentlich mehr Herzen und mehr Muscheln hat, kann man doch machen. Aber dass du jetzt nur noch 10 Statuen hier holen musst. Ja, ich meine, wie gesagt, okay, die meisten waren groß genug, dass sie drin geblieben sind, aber das ist auch der einzigste Vorteil. Wie gesagt, alles andere. Ich meine, die Bombe, das Herz, die Rubine, die werden alle rausfallen bei diesen ruckartigen Bewegungen. Und man kann ja nichts dagegen tun. Ne? Also, ja, also ich habe jetzt genug geredet. Die Zeit ist schon wieder ziemlich lang. Also vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wenn ich es halt wieder weg, den Shy Guy schon haben. Den werden wir dann platzieren. Und ja, wie gesagt, ich werde mich noch mal ein bisschen umgucken wegen Angeln und so weiter. Oder gleich platziere ich die auch schon so. Wegen Angeln und so weiter. Dann werden wir ja ein bisschen weiter gehen. Ich weiß gar nicht, wie wir die Reihenfolge einhalten müssen. Aber wir werden sehen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.